Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück aus der Eishöhle. Und wir sind nach wie vor vollzählig. Das heißt, der Allertalk ist da. Servus. Hey ho. Die Danu. Hi. Der Matze. Moin. Der Xa. Heyo. Und der Anubis. Moin moin. Plus die zwei Affen. Plus die zwei Affen. Drei Affen. Genau, drei Affen und drei Affen plus fünf. Vier Affen. Vier Affen, ich bin nämlich auch da, genau. So. Und ein paar Hasen haben wir auch, habe ich gehört. Ja. Und eigentlich alle, oder? Also nee, einer weigert sich, oder? Einer weigert sich. Der Xar ist der Außenseiter, der will einen hier auf cool machen. Die sind mir abgefroren. Ja. Also letztes Mal waren wir sehr erfolgreich. Ich hoffe, das können wir fortführen. Und was festzuhalten bleibt, ist einfach, wie geil das hier aussieht. Wie geil die diese Höhle gemacht haben. Ja, da vorne kommt was gar nicht schlecht aussieht. Da hinten... Festzuhalten bleibt, dass der Matze nach eine Stunde nach dem Einloggen noch immer die Texturen nicht geladen hat. Musst du vielleicht an deinen Reglern ein bisschen schieben oder so? Macht langsam bitte, Alay. Bleib ein bisschen zurück. Das war das Update, ich sag's euch. Ja, das Update hat doch eine Performance-Verbesserung. Ja, das Update ist auch schon raus, dazu müssen wir ja auch noch eine Folge machen. Was ist das da vor uns? Ich habe keine Ahnung. Das ist eins von diesen futuristischen Dingern, die du auch bei den Artefakten hast. Also bei den Pinügeln. Ja, so. Ja, aber wahrscheinlich hat es eine Bewegungswelle und wenn du zu nah kommst, frisst es dich instant. Doch, schauen sich schon so aus. Ja? Nicht, dass die jetzt wirklich auch eine Funktion hier haben. Ich kriege ja so langsam Angst, was die hier reingebaut haben. Schaut doch immer so ein bisschen nach oben. Ich werde es gleich rausfinden. Komm doch von unten. Er rennt ja doch wieder vor. Lass Aelai vorgehen. Meine Rüstung ist ja auch frisch repariert. Ja, das ist unser Versuchskaninchen. Ja. Alay muss immer vorgehen, das ist in innerer Zwang. Nee, das ist nur genau das, was bei den Artefakten ist. Nee, es tut einem nichts. Tut einem nichts. Es sieht nur lustig aus, aber es tut nichts. Da hinten eine Loot-Chest. Sag mal, Matze, wollte gerade sagen, Loot-Chest, wo sind die? Ja, da ganz hinten. Ganz hinten durch die Höhle durch. Ich habe eine gesehen, die war links halb hoch, da müssen mindestens noch zwei Stockwerke nach oben kommen. Steht hier und sieht eine Loot-Chest? Ja, da ganz hinten, wenn du an den Kristallen, die rechts sind, vorbeiguckst. Daisy, alles klar. Ja, mach mal wieder blind, aber das kennt er ja. Hier ist schön leer, der Raum. Sprach er und starb. Verschreiß nicht. Ja. Kann man das Wasser trinken oder ist das Nein, kalt? Nein, das haut dir Schaden rein. Das haut dir Schaden rein. Das hatte ich. Ja, nee, umbringen nicht, aber es haut dir richtig Schaden rein. Das habe ich das letzte Mal probiert. Hier ist kein Gegner, das gibt's ja gar nicht. Ja, okay, wir haben ja auch einiges ausgerottet. Rechts kommt eine Höhlenöffnung. Ja. Oha. So, wollen wir da hin? Oh, ich frag noch, Alay läuft, okay. Ah, hier kann man runtergucken. Hier kommt sowieso ein steiler. Oh Gott, oh Gott. Oh Alter. Mein Gott. Wir sind am Arsch. Ich muss weg. Also, viel Spaß. Ja, wir haben noch was vor. Es war schön. Also, schauen wir doch lieber mal die Sumpfhöhle an. Warte mal, wie war der Satz? Wir brauchen keinen Raketenwerfer. Der wäre jetzt echt praktisch. Nee, dass wir auch nicht an den Kristallen vorbeischießen können. Außerdem hast du dann alles am Hintern. Also, ich werfe da jetzt eine Granate runter. Nein! Nein, die wird nicht so weit kommen. Also, pass auf, wie macht man das? Alter, wie Spaß. Holen wir uns erstmal die Loot-Chest. Da hinten ist nichts, glaube ich. Oder zumindest weniger. Machen wir das. Das Problem sind die Fledermäuse. Den Rest kriegst du da allein einzeln ausgeschossen. Soll ich schießen? Nein. Sollen wir schießen? Auf Anubis? Ja, im Zweifel. Oh Mann. Sollen wir uns nicht erstmal die Loot-Chest holen, bevor hier noch was spawnt? Wie willst du denn zur Loot-Chest kommen? Hier ist der Fluss dazwischen. Wo ist der Fluss dazwischen? Nein, eigentlich nicht. Ach nee, warte mal. Hier, doch. Da ist doch hier der Fluss dazwischen. Nee, hier kommen wir doch am Rand vorbei. Irgendwie thront die dir mal, die mir da zu sehr zu ungefährlich aus. Da oben sind keine. Unten ist auch nichts zu sehen. Na, dann hol du mal raus. Unten ist nichts zu sehen. Blueprint Raptor Sattel blau. Wow, also das ist die Loot-Chests sind nach wie vor gut. Ja. Aber auch schon tut das cool da. Mitnehmen oder lassen, weil dann werde ich überladen. Blueprint. Hast du doch gesagt. Das ist ein Blueprint. Ja, 0,05. Bist du nicht überladen? Doch, 0,05 machen so Zeit bei mir den Unterschied zwischen überladen und nicht. Oh, okay. Wieso, hier ist doch unten nichts. Nee, aber das ist die Fläche, wo die anderen sind. Wo die ganz vielen Fledermäuse sind. Was macht man jetzt? Dumm gucken? Wie kommt man da überhaupt hin? Von da oder was? Ich bin auch gerade überlegen, wie es eigentlich jetzt weitergeht.
Ich glaube, wir müssen hier außen rum, da wo Ala jetzt ist, geht's da weiter? Ein könnte Punkt man runterspringen, hier, aber wie man hier wieder hochkommt, ist. Achso, ja, wahrscheinlich müssen wir da übers Wasser springen. Das ist eine gute Idee. Einen beherzten Sprung, das geht doch. Geht das? Ja, Xars jo, ohne Probleme. Okay. Ups. Bitte schön, Anubis. Wir hätten vielleicht aber auch von da oben ballern sollen, ne? Also ich bin immer noch so an den Fledermäusen, ob wir die nicht von oben ausschalten hätten sollen. Da kommst du nicht an den Kristallen vorbei. Ja, hier geht's weiter. Das ist die Stelle vorher, die da wo ist. Da oben steht die nächste Loot-Chest, ne? Wo? Gerade aus oben. Eine blaue Wasserfall. Ah ja, eine blaue. Da kommt man bestimmt hier links lang. Da ist wieder die eine hängende Fledermaus. Das ist die hängende Fledermaus, ja. Wo ist die? Ja, aber die hat sich bewegt. Hier geht's hoch. Ja, das ist doch da, wo man herkam, oder nicht? Nein. Da drüben, wo der Pinguin steht, daher kamen wir, ja. Doch, da haben wir doch eben das Gruppenfoto gemacht. Da haben wir die letzte Folge beendet. Ja. Hier liegt der Affe tot im Wasser. So, wir müssen jetzt hier rechts rum. Ach, das ist die, die ich vorhin vielleicht schon gesehen habe, ja. Moment, die Fledermaus, meinst du, die kriegen wir jetzt? Nee, ne? Die hängt da immer noch fest. Ja, die lassen wir dann hängen. Die wird schon früh genug kommen. Naja, wahrscheinlich nicht. Die darf überleben. Genau. Ich muss mal die Blumenquality wieder runterschrauben. Das sieht geil aus. Ich muss mal die Texturquality wieder hochschrauben. Das sieht geil aus mit diesem Kristallgletscher. An dieser Stelle kann ich nur sagen, Leute, seid echt froh, dass ich keinen Kanal habe. Voll konzentriert, voll ängstlich auch ein Stück weit. Viel zu lang nichts mehr passiert. Da schreis nicht. Wollte gerade sagen. Deswegen passiert gleich was Großes, weil so Koya gesagt hat. Sieht das so scharf aus hier. Ja. Bin gespannt auf die Dschungelhöhle, die Sumpfhöhle, die schauen wir uns ja auch noch an, die Schumpfhöhle. Und jetzt lass mich raten, wir sind runter doch jetzt auch gegangen, oder? Wir sind jetzt auf der Ebene von denen. Wir sind auf der Ebene und da vorne sind sie auch alle. Da vorne sind sie auch. Und da wird man hinkommen. Ja, da werden wir auch hinkommen. Nein, ich meine, von da könnten wir auch schießen, ohne dass wir dauernd auf die Dinger treffen. Dass wir von hier ballern jetzt, meinst du? Wäre eine Möglichkeit. Oder? Also den Affen, den kriege ich rein. Ja, die Affen, das ist nicht das Problem, dass die Fledermäuse nicht mehr hinkriegen. Fledermaus auch, ja. Also ich würde sagen, wenn dann wieder gezielt einzeln. Da ist doch ein Pointer. Man sieht das so schlecht. Die Fledermaus in der Mitte quasi, die zwischen den, die genau in der Mitte ist von diesem Tor. Ja. Ja, da ist doch eine, die fliegt in der Mitte. Die würde ich jetzt einfach mal versuchen anzuschießen, okay? Ja, dann Attacke. Drei, aber da werden jetzt viele kommen, bestimmt 5, 6 Stück. Oh, soll sie kommen? Okay, 3, 2, 1 und go. Hab ich getroffen? Ja. Definitiv. Zwei kommen. Wenn es nur zwei. Da kommen noch viel mehr. Ja. Oh, Scheiße. Ja. Achtung, lasst euch nicht runterschubsen oder so, ne? Alter. Nachladen. Alter. Das war doch gleich wieder der Allein gewesen. Wir vom dein Leben! Nee, noch geht es. Bis es gleich Pling macht. Ich lebe! Haben wir noch? Lebt noch? Oh, guck mal, der Affe ist auch schon gekommen hier unten. Da steht einer. Stimmt. Die beiden Affen sind schon hier. Was? Die sind hier unten? Ja, die stehen doch. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Direkt falsche unten Waffe. Am Wasser. Na, komm rein. Wo seid denn ihr? Ach, da. Ja, die stehen da irgendwie und gucken durch. Ach so, die. Ja, dann immer den vorderen. Da sind schon die Punkte. Okay, dann in 3, 2, 1 und Bums. Und die laufen schön ins Wasser, das ist gut. Der erste ist. Dave, aber die kommen da nicht weg. Oh, das sind drei Affen übrigens jetzt. Mhm. Aber da könntest du das Granaten schmeißen. Ja, bin auch schon dabei. Ich will. Oh Gott, Koya wirft eine Granate. Wie viele Granaten? Die sind ja doof. Ja, die haben jetzt voll viel gebracht.
Treffen wir? Das ist die Frage. Teilweise ja. Ich bin außerhalb der Hitbox und warte, bis die mir reinlaufen immer. Ja, wenn die da raus sind. Ihr müsst weit weg von den Kristallen zielen, ansonsten verschwendet ihr Muni. Weil die rauslaufen und sind ins offene Wasser. Beziehungsweise da unten kommen die, glaube ich, auch gar nicht mehr raus. Wir könnten auch um die Ecke gehen, ja, wenn wir mutig sind. Ja, von wegen kommt nicht raus. Okay. Kommen sie hier um die Ecke. Wäre möglich. Ja, da unten ist wieder einer zurück. Hier sind sie. Einer ist hier oben. Hier oben sind sie. Wo, oh, hier oben? Oben, einfach von nach vorne zur Kurve gehen. Unten, der ist tot, der ja, eine im Wasser. Der ist auch weg. Tot? Einen habe ich unten getötet. Einer steht hier bei mir. Unten. Einer steht noch hier vorne. Alai, wo bist du? Ach, da. Da, wo der Grabsteinkler stehen wird. Nee, ich stehe safe. Weil Koya ist in Gefahr. Koya ist momentan vor dem Affen. Ah, da ist er. Ja, so, ist tot. Haben wir's doch. So. Naja, Abstauber. Relativ easy. Ich würde mal sagen, wenn ich mit den richtigen Waffen geht's auch. Achtung, da kommt noch einer. Noch einer. Affe, Affe, Affe. Angeschlagener Affe. Du kriegst das mit der blauen Pike besorgt jetzt. Ja, die blaue Pike ist gut. Ja. Ich hab einen Jedi gekillt und krieg den Eintrag nicht. Ich find das sehr unfair. Ich hab mir das mit der Pike geholt. So. Oh, das hat aber, oh, das hat meine Rüstung richtig runtergesaut gerade. Oh, ja, ja. Die, wenn die zuhauen, das macht richtig Laune. Meine ist auch kaputt. Also den Affen an sich ranzulassen, heißt Rüstung kaputt. Ja. Ich hab, meine Handschuhe sind quasi im Arsch, mein Helm ist auch, also ich laufe jetzt nicht mehr vor. Was das Interessante ist, die Fledermäuse machen an der Fellrüstung nicht so viel Schaden, aber die Flakrüstung zerfetzt sie gnadenlos. Hm. Ich muss auch jetzt, das ist wahrscheinlich wie die Kompis da, wenn die auf dich zukommen. Ja. Oder die Kompis nicht, wie heißen die anderen? Muss leider auch bald zurück dafür jetzt, aber mal gucken. Jetzt so. Sind nur noch die Wölfe. Nur noch. Wo sind sie denn? Einen sehe ich geradeaus. Wo? Ah, ich sehe es. Ach ja, ja, im Tor wieder, quasi. Rechte Seite vom Tor. Ach da, ja. Okay, haben wir alle? Jo. Warte. Ja. Dann, bumm. Wo ist er? Er planscht im Wasser und hängt an der Kante vorne. Ja, wir können ja rumgehen. Ja. Jetzt kommt er raus. Ach, da kommt er. Sehr gut. Ach, da war nur ein 120er. Was ein Load hier, low. Weißt du? Low, 120er. Voll das Low-Level, ey. Was ist da? Gibt's ja auch draußen, ja. Also, das ist ja voll low. Oh, das schaut auch wieder cool aus da. Lass mich raten, wir müssen gleich über Steine hüpfen. Es muss jetzt mal einer vorgehen, nicht ich, weil, wie gesagt, ich mach das, wenn ich jetzt mal einen Treffer krieg, dann wird's putzig. Dann wird nicht nur ein Teil kaputt sein. So. Ja, da geht's mir nicht anders. So ist nicht. Ja, ja, dann lass Xar vorgehen oder Matze oder Anubis oder Danu. Ja, bei mir geht dann auch gleich was kaputt, aber. Dir geht auch was kaputt, dann Danu war noch nicht so weit vorne, glaube ich. Ja, ich bin nur halb kaputt. Ach, hast auch schon, okay. Ja, ja. Oh, da ist noch ein Yeti und eine Fledermaus. Ja. Soll ich die Fledermaus pullen? Wo denn? Wo? Direkt hinter den Felsen. Kriegst du die? Die krieg ich. Yes. Okay, dann hol die Fledermaus. Anubis, du stehst mitten im Weg. Warte. Entschuldigung. Oben kommt noch eine zweite Fledermaus. Ja. Decke. Vorsicht, Koja, hinter dir ist Wasser. Ja, die haben keinen, die lassen einen nicht, oh, die hat mir jetzt fein säuberlich die Rüstung zerlegt. Und ordentlich Leben gezogen dadurch jetzt. Hast du noch Heiltränke? Ja, ja, habe ich. Ich habe noch keine gebraucht bisher. Bin fast überlegen, ob ich zurückgehe. Das war echt nicht ganz unweit, ne? Das ist jetzt ein ganzes Stück mittlerweile. Wir hätten ein Biber hier reingeht ja auch nicht, kriegen wir auch nicht hin. Wir haben extra einen Biber mitgenommen, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben extra einen Biber vorne stehen. Ja gut, lass uns weitergehen.
Also ich habe den Biber extra näher an den Quetzal geparkt, weil man braucht ja das Metall aus dem Quetzal. Ja, ja. Aber also wollen wir nicht erstmal den Yeti ziehen? Ach, den haben wir ja auch noch, ja. Koja, du stehst jetzt mitten im... Ja, ja, ich komme auch wieder zurück, keine Angst. Dano, kannst du noch ein bisschen nach links? Ja, so? Okay. Na dann, bumm. Oh oh. Aua! Nein! Ja! Hat er mich erwischt. Ich liebe diese Waffe. Ja, mich auch. Handschuhe und... Oh, jetzt habe ich schon einen Eiswürfel. Könnt bald mal eine Grillparty machen, wenn ihr Schnitzel braucht. Use Item. Soll ich dir Schuhe geben wenigstens oder so? Dass ich dir ein Teil gebe? Nee, lass erstmal. Ich habe jetzt einen Curry eingeschmissen, noch habe ich keinen Frost dann dadurch. Ja, oder wir machen massives Reparieren. Sucht euch aus. Ja, dass wir einmal gezielt alle zurückgehen und reparieren, aber dann reichen die Sachen nicht. Also das Reparieren war jetzt echt nicht teuer. Wann ist der Respawn? Ja, das ist eben die Frage, wie der Respawn ist. Aber ich hoffe, der wird ja jetzt als nachher, weil wenn es eine Stunde dauert bis Respawn, dann haben wir jetzt noch Zeit. Komm, lass uns weitermachen. Noch hat keiner, dass er einen Eiswürfel hat oder so. Ich würde jetzt nicht aus Schiss zurückgehen, sondern nur, wenn es wirklich nicht mehr geht. Aber die Höhle wird noch Fledermaus lang sein. Hinter dem Felsen hängt fest. Ja, aber ja, ich glaube, die wird sich befreien, wenn sie uns sieht, oder? Die befreit sich, ja. Da ist sie. Hat sie schon. Jetzt fliegt sie nur außen rum, die wird gleich Schuss von links mehr kommen. Ja, das echt ist das jetzt? Nächste Problem. Ja, die ist gerade hinter dem Felsen geflogen. Lass die Fledermaus sein, weiterlaufen. Lass mal ein bisschen Tempo an den Tag legen. Noch irgendwie eine Sicht auf die Fledermaus? Nee, ne? Weiter dann. Nein. Nö, die scheint weg zu sein. Gut, nächster Sprung. Jump'n'Run einlagen. Ich wollte gerade sagen, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich bei Jump'n'Run immer ein zielischer Versager war? Ich auch, total. Also wenn ich wo versagt habe, dann ist das so bei Super Mario und Sonic und ach du Gott, hör mir auf, da bin ich so schlecht. Sagen wir es so, es kam immer drauf an, wo der Respawn-Punkt war. War in der Nähe des Jumpen-Dings. Oh, boah, hat der mich jetzt. Alter. Alter. Ah, noch einer. Oh, scheiße. Ich bin im Wasser. Die Wölfe auch, oder? Der ist hinüber. Wo ist der? Der scheint tot zu sein. Weiß nicht, wie ich das. Einer ist da unten im Wasser. Hier vorne. Direkt unter euch. Boah, Alter. Den hat man aber jetzt echt nicht gesehen. Boah, wo kam der her? Der kam echt irgendwie aus dem Nichts. Ne, aus. Die Wände sind total scheinbar. Alter, hat der mich verjagt. Ey, ich hab'n Herzkasper gerichtet, dann schubst der mich nur ins Wasser. Alter. Erwischt sind den noch? Ich sehe ihn gerade nicht. Bitte, was ist los? Geht's dir gut? Was? Nee, mir geht's nicht gut. Er ist, glaube ich, gerade um 30 Jahre gealtert. Ja, aber echt. So. Jetzt ist er tot. Alter, verdammt. Und da hinten ist wieder die Fledermaus. Ja, vor allen Dingen da rein und dann die Piranhas und alles. Also, meine Rüstung ist echt. Also gerade Linie von mir neben dem Felsen, der im Wasser rauskommt hinten. Meine Wunde macht nicht mehr lange. Aber mal die Frage: Wollen wir nicht alles, was so weit weg ist, nicht erstmal sein lassen, solange es nicht akut gefährlich wird? Ja. Und der kommen wir gleich vorbei, so wie es aussieht. Ach, über was redet ihr jetzt? Ich dachte, die Fledermaus. Ja. Nee, von da sind wir gekommen. Bestimmt, hier geht's weiter. Ja. Wir sollten unsere Muni echt einteilen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Waffen kaputt gehen. Also Moment. Wenn noch jemand Advanced Moment. Können wir die Dings zerschreddern hier, die Kristalle eigentlich? Soll ich's mal probieren? Weil dahinter geht's nämlich weiter. Sonst müssen wir uns hier mit den Haken durchboxen. Nee. Doch. Doch, geht. Kann man abbauen. Ich hause weg. Hier geht's durch. Geht's da noch weiter, in die andere Richtung? Wo wir nee, da würden wir nur wieder an den Anfang runterkommen. Okay, wo dann geht's hier weiter. Gut, das muss man mal probiert haben. Da könntest du richtig Crystal hier rausholen, weißt du das? Meth? Bei so großen Kristallen. Anubis, du hattest gerade so ein Angebot. Geradeaus sehe ich nichts. Links ist nichts. Rechts wie viel ist 100? Nicht. Ach, 50 wären erstmal cool. Ich bin bescheiden. Ich schieße wenig dafür gezielt. Meine Wumme ist sowieso gleich hin. Irgendeiner. Ach so, ja gut. Irgendeiner hat es nicht geschafft. Hat die nächste Schneeleiche gefunden.
Ja. Jetzt muss ich aber nicht die blöden Affen hier. Oh Mann. Ach so, ja. Kam wieder so da raus. Ja. Er kam wieder so aus der Wand. Das ist Absicht hier, dass die irgendwie einfach so spawnen quasi. Krass. Krass. Richtig übel. Puh. Mein Affe macht sich auch gut noch. 30 Jahre älter geworden. Ja, bei mir geht das nur in 5 Jahren. Achso. Verlangt. Achtung, Yeti, rechts, um die Ecke. Jo. Okay, also ich halte mich zurück. Ich habe noch 2 Rüstungsteile. Das ist mir zu heikel, vorne zu stehen. Ja, ich mache. Ich habe noch 5, aber dann auch gleich weniger. Ja, das Leben ist das eine. Das andere ist, dass ich dann echt jetzt. Ich habe jetzt schon wieder ein Eis-Symbol. Okay, ja. Dann 3, 2, bumm. Okay, der hat jetzt gefressen am Ende. Gut, Anubis, also dann bist du jetzt mein Mundi-Lager, ja? Okay, ja, meine Flakteile sind jetzt auch wieder hinüber. Alter, irgendwas hat mich gerade getroffen. Vorsicht bitte, ich hab... Das war Matze. Matze, was? Bisschen Vorsicht, du hast mich gerade getroffen. Sorry. Das ist gerade nicht so. Ja, ja. War mit Sicherheit keine Absicht. Nee, aber wurscht bei den Affen. Lass einfach liegen. Hat jemand zufällig noch ein bisschen Munition für die... Achtung! Wolf! Scheiße! Fledermaus! Wolf! Und tschüss! Nein, ich hab kein... Scheiße! Oh! Bedient euch an meinem Loot! Weil? Schlafsack vergessen. Und an meinem. Was, du nicht ernsthaft? Ich bin auch tot. So, nee, ich hab noch Sleeping Bag, keine Angst, aber ich hab, bin tot. Oh mein, die Amy ist tot. Boah, die kam jetzt aber auch aus dem Nichts. Scheiße, bin ich alleine hier? Nein. Nee, ich bin noch da. Ich auch. Fuck, wie komme ich denn jetzt wieder zu euch? Alei? Oh. Ach so, nee, ich kann ja nichts aufbauen. Scheiße. Bin ich alleine? Nein. Dann macht mal den Wolf weg, in dem ich drin stehe. Wo? Hier oben. Ja, wir hatten gerade auch ein kleines Wolfsproblem. Leute? Ja? Oh, scheiße, Mats ist tot. In meiner Amy sind die ganzen Tränke. Aber gut, ich versuch zu euch zu kommen. Mich wundert ja, dass Stormtrooper noch lebt. Oh, der haut gerade ab. Schlauer Stormtrooper. Ja, gut, ich weiß nur nicht, ob ich lebend ankomme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich erfriere quasi. Ah, oh, falsch. Ich muss zurück. Ich erfriere, glaube ich, bevor ich da bin. Muss mir jetzt erstmal einen neuen Schlafsack legen. Der Wolf ist weg. Könnt ihr mir entgegenkommen mit meinem Loot? Geht das oder schafft ihr das nicht? Meine Boots sind Schrott. Meine Bunny-Ohren sind auch kaputt. Die haben uns ja jetzt richtig überrascht, diese Säcke. Die Bunny-Ohren, das ist hart. Hattest du nur Tränke, also hatte dein Viech nur Tränke? Dann habe ich, glaube ich, dann einen Affen gefunden. Ja, der hatte nur Tränke drin. Also, ja, also er hatte 3 verschiedene. Bunny-Ohren und Tränke, genau. Ja, und Bloodpack. Ja. Ich sah hinten einen Wolf runterfallen, auf Agro in unsere Richtung drehen und auf einmal fielen von oben 2 Wölfe runter und die Fledermaus. Ist jetzt also noch einer mit mir gespawnt? Ja, ich. Okay, Matze. Bist du bei mir? Ja, ich habe überhaupt keine. Ich habe überhaupt keine Rüstung. Was zu essen mit, das reicht. Das wichtigste Zeug nehme ich mit. Ich kann nicht alles tragen. Oh, scheiße. Es ist Respawn. Keine Chance. Es ist Respawn. Okay. Dann sollten wir umdrehen und schauen, wie wir rauskommen. Kann noch irgendwo was nehmen? Die Nummer ist beendet. Oh, leck. Glaube ich alles. Also die Wölfe am Eingang sind alle wieder da. Das waren 3 oder 4 Wölfe. Oh, wow, was tut man da jetzt? Wenn der Loot jetzt auch noch weg ist, war die ganze Woche umsonst. Nee, den müssen wir wieder rausbringen. Den müsst ihr wieder. Wie viel sind jetzt noch am Leben? 3, oder? Ja. Okay. Oh ja, wo bist du? Einigermaßen gut. Den weg. Ich bin bei den Vögeln, ich bin gerade wieder gestorben, Matze. Okay, kann noch wieder was aus dem Loot mitnehmen?
Ja, kann ich. Ich hab Beschwerde. Ich muss mal gucken, was ich noch frei hab. Matze, wir machen jetzt hier eine lustige Lagerfeuerparty. Viel ist es nicht. Ich hab ja eh nichts zu verlieren gerade. Ich probiere mal abzukürzen. Egal, irgendwas für Matze. Wölfe. Ja, ich sag ja, das sind die Wölfe. Also ich hab bei Matze alles rausgenommen eigentlich, was wichtig ist. Nee, ich hab noch zwei Feldteile gefunden bei Matze. Oh toll, die Wölfe sind hier vorne, okay. Ja. Ich kann hier kein Lagerfeuer bauen. Nö. Ich hab keins mehr. Ich kann hier kein Lagerfeuer bauen. Kann aber jetzt nicht mehr. Habt ihr den Koja auch gelootet? Koja hab ich angepackt. Okay. Hast du eigentlich ich mal Matze rausnehmen? Was du kannst. Ich meine, das rohe Fleisch kannst du weglassen, ja. Das brauchen wir eh nicht. Weißt du, wo man hier ein Lagerfeuer bauen kann? Du oder hattest das Rex, na, super. Direkt an dem Ausgang. Quatsch, wir haben doch die, hier, zack, auf die Plattform alle. Da müssen wir doch drauf bauen können, oder? Ich hoffe, die Plattform ist uns. Nee, auch nicht. Scheißdreck. Was, du kannst auf der Plattform nichts bauen? Nee, die ist nicht uns. Dann mach halt Cheat Gift to me. Ja, muss man, das muss man dazu sagen, ist, ein kleiner Bug, den wir jetzt. Ja, Anubis ist ja ursprünglich in einem anderen Tribe und wie er zu uns gekommen ist, habe ich sein Quetzal so übernehmen müssen, mehr oder weniger. Geht nicht. Moment, Matze. Dann flieg raus mit dem Quetzal. Ja, ich schau mal, ob das geht. Ansonsten sind wir kaputt. Ja, gut, also Matze, bist abgefallen. Ich bin runtergefallen. Mit einem Grappling-Hook hocharbeiten, beziehungsweise. Ja, komm drauf. Ich hab noch reichlich Munition. Allein bist du auch tot? Ja, klar, ich musste doch zurückfliegen jetzt gerade. Ich komme von hat der Basis. Hat irgendwer Allies Loot? Ich habe Allies komplett eingesammelt. Was? Hat der noch, Xar, hat der noch Muni für die Assault Rifle? Ja, ja, hat er. Gibst du mir bitte? So. Cool, weil ich habe keine mehr. Campfire nehme ich noch. Das schmeißt. Naja, geh nehm ich mit. Das ist ja das Ärgerliche, wenn ich jetzt eine Advanced Rifle hätte. Ich habe hier noch genug Munition in meinem Vogel. Oh, einen ganzen vollen Quetzer. Och, danke. Das kann du Dilettant. Okay. Ich hab den nicht gesehen. Damit habe ich wieder Muni. Ich bin jetzt auch ganz gut versorgt. Wenigstens ich muss ich weniger Schlafsäcke wieder heimtransportieren. Anubis, hast du noch Waffe? Ja, meine Longneck, aber ich brauche Munition. Ich habe noch 29 Schuss. Darf ich ein paar Schuss? Moment, ich werfe dir was raus. Sind wir uns einig? Beim nächsten Versuch brauchen wir nur noch die Rüssi, die wir haben, und unendlich Munition. Ich kann da nochmal 50 geben, wenn du magst. Ich hab. Ach doch, da habe ich Holz. Ich hab jetzt erstmal 78. Okay, dann nehmt ihr die auch noch. Alter, ich weiß nicht, wie wir hier überleben sollen. Okay, dann versuchen wir jetzt irgendwie rauszukommen. Wollen wir wirklich raus? Sehr gut. Naja, was willst du sonst machen? Ich weiß nicht, ihr könnt es auch weiter probieren. Ja, super, irgendwann müssen wir raus. Ja. Das ist richtig. Na, vielleicht gibt es einen Ausgang. Also, ich habe die Vermutung, dass die Höhle so ein bisschen im Kringel rumläuft, wie die eine. Dass das oben die letzte Loot-Chest gewesen wäre. Mehr oder weniger oben am Eingang, also müssen wir nicht mal wieder runter rauskommen. Ich komme sonst nicht zum Feuer. Ja, dann probieren wir's. Aber wenn da noch mehr so Wolfangriffe kommen, was machen wir dann? Ja, dann. Spielen und schießen. Mhm. Hat jemand noch eine. Hast du noch eine Fackelmatze? Die waren du hast einen Vogel. Hat eigentlich einer meinen Affen? In meinem Vogel könnte noch eine sein, vielleicht. Ja. Nein, der Stormtrooper hat noch gelebt. Okay, dann müsst ihr doch vielleicht ein bisschen weiter fahren. Alter, ich hab keine Nahrung, ich bin am Verhungern, ich bin am Verdursten. Wir müssen notfalls fliehen, Matze. Kann dir, nee, ich hab weg. Noch Schnitzel, ich hab noch Schnitzel, bleib immer locker. Anruf ich hab was hier draußen gelassen. Aber wir erfrieren weiter trotzdem noch. Hier liegt noch Koyas Loot. Liegt doch noch. Mhm. Da hat's noch Simple Rifle Munition und ja. Ach du Scheiße, wir müssen noch mal raus. Sollen wir das alles einpacken? Ich brauch meinen Lootbeutel noch, der da draußen war. Dann steig auf. Kann noch irgendwer das Fellrüstung nehmen? Lass mich fliegen. Nee, wollte nicht fliegen. Müsste Fleisch rausschmeißen. Wenn du eine Fackel hast, dann mach die. Ich hab keine. Scheiße. Ich müsste Munition rausschmeißen für die Advanced. Nee. Ah, du fällst immer ab hier, nochmal. Ich schmeiß jetzt einfach die ganzen Crossbows und sowas raus. Ich schmeiß jetzt die Grappling Hooks raus, oder brauchen wir die, glaubt's? Also ich würde 10 auf jeden Fall behalten. Ja, 10 behalte ich und 10 schmeiß ich raus. Genau. Welcher Scholle war denn das? Ich hab's nicht gesehen, ich war so schnell weg vom Fenster. Nur eine Crossbow ist wurscht, oder? Soweit war es nicht weg. Ja. Ist auch kein Loot.
Was vermisst denn du mit deinem Loot, Matze? Hä? Warte mal, ist er da? Sehe nix. Den einen Wolf habe ich fast tot und jetzt. Ja, ich hab Muni vom Xar aus dem Vogel rausgenommen, als wir dann wieder reingehen wollten. Kann noch benutzen, die Muni? Benutzen nicht, aber ich kann sie einpacken. Achso, wobei seine Pump-Action-Shotgun ist noch okay. 100 Schuss noch. Dann gib sie mir. Nimm die Pump-Action mit, auf jeden Fall. Also, komm her, Anubis, komm darüber. Da was ist die Shotgun. Hier mit einer Wärmequelle jetzt? Wir haben keine. Nimm da bitte die Muni dazu halt dann. Dann werde ich jetzt gleich wieder sterben. Ja, ich habe zwei Lagerfeuer am Laufen, aber ich werde auch erfrieren. Also ich würde sagen, Matze, wir schwingen uns ins Warme. Shotgun da. Wir hauen ab. Dann lass mich mal einen Vogel holen. Wir müssen abhauen. Ja, yeah, yeah, okay, also da ist der Rex, warte, da ist der Rex, da muss mein Lootbeutel irgendwo liegen. Da hast du massig Munition drinnen. Okay. Bleibt stehen, Matze, nix jetzt bewegen. Dann schmeiß ich aber die Grappling Hooks raus, die ich hier drin hab, ne? Ja. Ja, wie gesagt, 10 behältst, den Rest haust raus. Das ist jetzt ein 120er Rex. Oh ja, ihr dürft uns dann bespaßen und ihr dürft es euch im Video anschauen. Der Rex ist unter Wasser. Der ist unter, der wird wahrscheinlich gleich tot umfallen. Ist ja nur gut, dass wir SOTF gibt. Ich schätze, dein Lootbeutel ist im Wasser, Matze. Gehe ich mal von aus. Ja, aber es gehe ich mal von aus. Aber scheiß auf 100 Schuss. Die, ja, ich glaube, der Rest ist wurscht. Ich schmeiß auch das Campfire raus, ne? Ja. Ja, brauchen wir auch nicht. Ja, gut, dann lass uns zu unseren Vögeln und dann. Genau, und fliehen. Wir müssen ins Warme. Ja, das geht bei mir ziemlich rapide runter mit dem Leben gerade. Naja, aber wir waren ja schon mal erfolgreicher als davor. Ja, es war nicht schlecht. So, nach vorne oder nach hinten, Jungs, was sagt? Ich muss nach rechts rum. Also dann, wir schwingen uns auf die Vögel. Matze und ich werden die Fliege machen. Die anderen werden noch irgendwie versuchen, aus der Höhle rauszukommen. Ich würde sagen... Mi. Heiße. Anubis, machen wir Überlänge? Nehmen wir einfach weiter auf? Ihr könnt auch weiter aufnehmen. Wir nehmen weiter auf. Und das heißt bei Anubis und bei Danu, ne? Ihr beiden seid die einzigen, die noch aufnehmen. Da könnt ihr dann sehen, wie es eventuell überleben. Ausgegangen ist. Genau. Und während ich hier feige die Biege mache. Okay. Ich bräuchte also, nur eine Assault Rifle, da könnte ich verdammt, helfen von die Höhle, Seite. Die Höhle hätten wir fast geschafft. Ja, du kannst nicht von der anderen, du kannst nicht wieder durch gehen allein. Aber ich könnte die Wölfe hier vorne noch wegräumen. Ja, aber... Habt ihr? Das ist dann auch relativ schlecht. Ich bin bei den Dingern, gut. Das geht's nicht. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden wohl nochmal in die Höhle müssen irgendwann. Aber ich denke, als nächstes steht erstmal die Sumpfhöhle an. Okay, dann 3, 2, 1, los. Feuer frei. 3, 2, 1, tschüss. Ja, tschüss. Ciao.